jede Sheet ist ja für irgendwas gut, sagt aber man ganz ehrlich, Rackspace füllen hatte ich jetzt auch noch nie Stress mit. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher sind wieder da und ich freue mich, dass wir wieder hier sein dürfen im schönen Storia Mastering Studio, dass ich bei meinem Freund da sein kann. Er ist nicht nur ein fantastischer Mastering-Engineer, er ist auch ein herausragender Musiker, Arrangeur, Dirigent, quasi die eierlegende Wollmilchsau, die Legende von Holtwig, Björn Schlüter. Ich weiß nicht, was schon wieder heute passiert ist bei Quarkbällchen. Mir. Eine Mischung aus Quarkbällchen und jeden Tag ein Video für den Adventskalender produzieren. Da ist man irgendwann in so einer Bubble gefangen. Nein, Overload. Ich bin mich natürlich absolut geschmeichelt von dir, auch wenn das mindestens ein Kompliment zu viel war. Aber ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu den DAW-Verstehern hier aus dem schönen Studio. Und ich darf natürlich an meiner Seite begrüßen den Charmanten. Und ich habe jetzt mir auch endlich mal ein Synonym für dich überlegt. Ja, tatsächlich heute Morgen beim Rudern. Ja? Also immer, wenn ich mich quäle, denke ich an dich. Ja? Unter Qualen fiel mir ein. Jonas Wagler, die Enzyklopädie für Tonstudio. Ha, ja, oh Gott, hoffentlich nicht so verstaubt, aber auf jeden Fall vielen Dank schon mal. Ich habe es ja gerade schon vorher gesagt. Es ist tatsächlich so, dass ich so viele Videos schon gemacht habe und über so viele Themen gesprochen habe, dass ich das teilweise schon alles wieder vergessen habe, was ich da erzählt habe. Das hat aber den großen Vorteil, dass ich immer weiß, wo ich nachgucken muss, wenn ich mal gerade vergessen habe, wie was geht. Weil ich musste neulich Drums quantisieren, Mehrspur-Drums quantisieren. Und dann gedacht, wie zum Teufel war das denn nochmal? In Logic weiß ich es jetzt noch in Studio One. Dann kurz in meinen Videos nachgeguckt. Ah, so, genau so ging das. Du hast quasi deine eigene Bibliothek, deine eigene Enzyklopädie erschaffen. Ja, und der Mann, der es mir erklärt, ist der, dem ich am meisten vertraue. Ist ja, doch genau. Super. So wie er geht doch gar nicht. Erstmal kommentiert, ein sehr hilfreiches Video. Vielen Dank, Jonas. Super. Vielen Dank, Jonas. Genau das habe ich gerade gebraucht. So ein Video von 2016, wo ich mal was erklärt habe, wo dann so die letzten 5 Kommentare sind jeweils von mir. Ja. So im Abstand von einem Jahr. Danke, Jonas, für die Erinnerung. Jetzt habe ich es wieder. Oh Gott, ja. Apropos Kommentare, dieses Video, wenn ihr uns jetzt seht, nicht nur hört, sondern seht auf YouTube, ist ja auch Teil des legendären Adventskalenders, wie wir vermutlich im Vorlauf gehört haben. Oder? Und wir werden noch eine weitere Ausführung vom DAW-Versteher-Podcast im Adventskalender haben. Am, sitzt du, 24. Dezember kommt die letzte Folge für dieses Jahr übrigens raus. Fällt Heiligabend dieses Jahr wieder auf den 24. oder? Heiligabend fällt dieses Jahr wieder auf den 24. und sogar auf einen Sonntag, Wahnsinn. Was mich komplett durcheinander gebracht hat beim Zählen der Advente. Wie ist die Mehrzahl von Advents? Adventi. Adventi, genau, ja. So ungefähr. Aber bin total durcheinander gekommen. Ich hatte gedacht, der letzte Sonntag im November ist der erste Advent. Aber weil Heiligabend nicht auf 4. Advent fallen kann. Ja, aber Heiligabend ist ja der 4. Advent, weil genau, Weihnachten ist ja erst der erste Feiertag Weihnachten. Genau. Und deswegen kann der Heilige Abend auch der 4. Advent sein. Nur der 25. quasi dürfte nicht Das wäre dann falsch. Das geht nicht. Nee, das so, also so haben wir nicht gewettet, bei aller Liebe irgendwie. Oh, ich meine, lieber, bevor wir es vergessen, Stößchen. Ja. Mit dem leckeren Käffchen. Welches Tröpfchen haben wir denn? Wir haben heute wieder für die eifrigen Zuschauer und Zuhörer natürlich vom letzten Mal wieder den leckeren Kaffee aus der Kaffeeloft. Den Blender Nummer 1. Genau, in der Tasse. Und letztes Mal ist uns ein kleiner Fauxpas passiert. Naja, also sagen wir mal so, zwischen Groß- und Kleinschreibung kann man schon mal unterscheiden. Aber wir haben ja letztes Mal einen Rabattcode rausgehauen. Ganz genau. Und der war? Ja, der hieß einfach nur DAW-Versteher. Also die drei Buchstaben DAW-Versteher zusammengeschrieben. Allerdings gab es eine Komplikation, weil wir haben den in Großbuchstaben rausgehauen für euch unterm Video und auch eingeblendet. Weil ich Untertitel immer in Großbuchstaben mache. Wir wollen hier keine Schuldzuweisung machen. Jonas war schuld. Aber also wichtig ist, einige haben versucht zu bestellen und es hat nicht geklappt, weil im Onlineshop zu dem Zeitpunkt der Code in Kleinbuchstaben hinterlegt war. Jetzt aber habe ich mit dem lieben Daniel von der Kaffeeloft nochmal gesprochen und er hat gesagt, überhaupt kein Problem.
Die Aktion läuft natürlich weiter und jetzt ist der Rabattcode DAW-Versteher in Großbuchstaben. Also für alle, die kläglich gescheitert sind beim letzten Mal, jetzt schnell rüber zum Kaffeeloft und noch eben mit DAW-Versteher in Großbuchstaben. Ein fantastisches Weihnachtsgeschenk. Ja, den Blender Nummer 1 für eure Frau schön einpacken lassen und dann selber trinken. Prosit. Schenkst du deiner Frau auch häufiger mal Sachen, die du eigentlich auch selber gerne hättest? Meistens, also ich bin ja jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind übernächstes Jahr sind wir 25 Jahre verheiratet, also habe ich so ein kleines Gefühl dafür. Ja, tatsächlich, aber nicht mit dem Fokus darauf, dass ich die auch gut gebrauchen kann, sondern weil ich einfach weiß, dass sie sich tierisch darüber freut. Also bei uns im Haushalt ist zum Beispiel meine Frau, die Werkzeuge hat. Die hat ja auch ihren Van selber ausgebaut. Mhm. Also hat die auch von Makita in diesem Fall jetzt, hat die einen Bohrer, einen Akkubohrer, aber mit Schlagfunktion. Der ist Hammer. Da brauchst du keine Bohrmaschine mehr. Mega. Eine Stichsäge. Dann hat sie eine Hilti-Kreissäge mit Führungsschiene und eine Hilti-Bohrmaschine und so weiter. Die Liste ist endlos. Das heißt, die komplette Werkstatt steht nicht mit meinem Zeug voll. Weil mein Zeug ist meistens, wenn ich was löte oder der Dremel, das ist meiner. So, den habe ich mal gekauft und den habe ich. Da habe ich tatsächlich mir gekauft, aber uns beiden geschenkt, mehr oder weniger. Also virtuell, es gab keinen Grund. Und mit dem, also ein Dremel, hast du schon mal mit einem Dremel gearbeitet? Auf keinen Fall. Ne? Ey, fantastisch. So eine Mini-Bohrmaschine, da kannst du vorne so eine Trennscheibe drauf machen. Mhm. Und dann musst du nämlich nicht die große Flex rausholen. Was auch cool ist, die große Flex, da ernte ich immer großen Applaus, wenn ich zu Hause mit der Flex gearbeitet habe, weil jeder, der schon mal in einem metallverarbeitenden Betrieb gewesen ist, der weiß, dass geflextes Metall so ein ganz, also die Trennscheibe und das Metall hat so einen ganz eigenen Geruch. Und wenn du gut oder schlecht jetzt? Ja, das ist, liegt in der Nase des Betrachters, möchte ich sagen. Aber es ist halt so ein ganz spezieller Geruch, so wie alte lustige Taschenbücher. Wenn du die aufblätterst, haben so einen ganz besonderen Geruch. Und Trennscheibe und Metall eben auch. Und wenn ich dann geflext habe, immer wieder, ich komme da oben, alles riecht, brauchst du rein eine Zehntelsekunde flexen, riechst du nach Baustelle oder nach Werkstatt. Und dann komme ich, oh, mein Mann hat geflext. Komm mal her, du. So nach dem Motto. Und der Dremel ist halt das in klein und damit kann man halt auch sehr gut so Plastikdinger zum Beispiel, kleine Sachen, wo man nicht so rankommt, einfach abtrennen oder so. Okay. Und aber ich kann dem gut nachfühlen. Also was Werkzeuge angeht, ist es auch bei uns so, dass Johanna da, ich meine, sie ist ja auch die Handwerkerin von uns beiden. Ja. Jeder als, muss machen, was er kann. Ne, als Holzblasinstrumentenmacherin. Ja. Oh ja, dann ist sie ja sogar filigranmechanisch unterwegs. Genau, du grüßt also, mein Schatz. Ja. Auf jeden Fall, sehr, sehr filigran unterwegs. Also wenn ich da teilweise sehe, da mit diesen kleinen Schräubchen und mit diesen, wo ich denke, gibt es eigentlich quasi Werkzeug, was so klein ist? Also dieses ganz feine Mechanikwerkzeug, ne? Da würde ich schon, da verliere ich schon die Geduld. Nur wenn ich das sehe, wenn ich das Werkzeug auf dem Tisch liegen sehe, da habe ich schon keine Geduld mehr. Ja. Weißt du? Ich bin da leider nicht für prädestiniert, aber muss ich ja auch nicht. Eine Bekannte von mir, die arbeitete mit Blattgold. Da gibt es so einen Fachbegriff für, weißt du, wenn du so in Kirchen oder so, da gibt es ja ganz viele Gemälde oder Bildhauereien, irgendwie, die mit Blattgold besetzt sind. Und die ist halt ausgebildet, so mit ganz feinem Blattgold die Sachen wieder neu zu belegen. Aber da habe ich ja ein super Geschenk für dich für Weihnachten, für deine Liebe. Du schenkst ihr eine Motorkettensäge und einen Holzblock. Aha. Da kann sie nicht feinmechanisch, aber da kann sie einen Delfin rausknattern. Und dann kannst du mal so richtig all Dampf ablassen. Also so, sagst du, Schatz, wenn du mal richtig Wut im Bauch hast, dann nimmst du halt nicht dieses Mal das Steakmesser und haust einen Steakplatz, sondern draußen steht ein Holzklotz und dann kannst du schön mit dem grobmechanischen einmal dran entlang gehen. Ich nutze das immer, wenn Johanna wütend oder sauer ist, dann kaufe ich immer Schnitzel. Ja. Und dann werden die ganz flach geklopft. Ja. Nein, so, alles, und jetzt die Frage, wie werden die Schnitzel platt? Hast du so einen Plattklopfer? Hammer oder nimmst du die Pfanne oder wie machst du es? Also, ich habe Zeit mitgebracht. Das ist wichtig, es ist heute ein sehr weitläufiger Podcast, wie wir jetzt schon feststellen. Wir haben das jahrelang tatsächlich mit der Pfanne gemacht, mit so einer kleinen, was ist das, 24 Zentimeter oder was, Gusspfanne. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert, aber wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit mal in einem Outlet. Ja. In Ochtrup gibt es so ein Outlet-Center, kennst du wahrscheinlich, ne? Ja, ich dachte immer, da wäre nur Kleidung, aber anscheinend mittlerweile alles. Da gibt es auch WMF und Rösle.
Rösle ist auch ein, die machen eigentlich so, ja, so Grill, also die haben auch Grills, Gasgrills, ja, okay, und halt auch von Töpfe über Besteck alles. Und wir sind da so durchgeschlendert und haben halt so ein bisschen geguckt. Ne? Ich bin ja auch grillmäßig immer ganz, ganz interessiert. Und da hing halt so ein richtig geiler Fleischhammer, so ein Fleischklopfer. Ja. Auf der einen Seite mit einer flachen Metalldings und auf der anderen Seite mit diesen kleinen Stacheln, ne? Ja, also quasi so eiserne Jungfrau für Schnitzel. Genau. Und ich muss schon sagen, es macht schon mehr Spaß als mit der Pfanne. Ja, aber schmeckt es dann noch hinterher besser oder wird es besser weich oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich glaube, was ich gelernt habe in einem Video von, ich meine, es war dein Bekannter, der liebe Steffen Hensler. Ja. In einer seiner schnellen Nummern. Ja. Ich habe auch schon mal, ich könnte auch mal so Schlüters schnelle Nummer machen. aber ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Also, Schlüters schnelle Schnupselei. Schlüters schnelle Schnaps. Schnapsverkostung. Meine genau. Liebe Freunde. Das ist aber ein Schmackofatz. Nee, auf jeden Fall hat er erklärt, ich meine, es war der Steffen, dass man am besten das Fleisch, das Schnitzel von innen nach außen klopfen soll. Also, dass man innen anfängt im Prinzip und das aus dem Inneren raus quasi nach außen treibt. Mhm. Und das geht natürlich mit der Pfanne überhaupt nein nicht, weil da musst du schon sehr große Schnitzel haben. Ja. Und mit dem Hammer, ich habe das jetzt ein paar Mal versucht zu forcieren, weil was wir ganz oft machen, jetzt kommt hier der absolute Lifehack, total gerne gerade im Angebot oder so, Hähnchenbrustfilet. Mhm. Und was ich immer hasse bei Hähnchenbrustfilet, ist, dass du ja, wenn du das irgendwie zusammenhängend garst, hast du ja immer unterschiedliche Garstufen. Richtig, geht weil ja das nicht unterschiedlich anders dick ist an den verschiedenen Stellen. Geht ja ganz dünn los und wird immer dicker. Ja. Das heißt, du musst ja gerade bei Hähnchen eher darauf achten, dass es durch ist. Ja. Das heißt, das dicke Stück muss durch sein. Ja. Und das dünne ist dann halt meistens schon relativ trocken. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Wege, das zu machen. Aber ich mache das total gerne, dass ich die Hähnchenbrust einfach klopfe, sodass die zumindest entweder eine dicker hat, eine stärker hat, oder dass sie wirklich auch dünn ist wie ein Schnitzel. Ja, ja. Dann würzt sich das einfach, schmeißt es kurz von jeder Seite 2 Minuten auf den Grill und dann hast du ein super geiles, saftiges, zartes Fleisch. Hat sich schon wieder gelohnt für mich. Deutlich, deutlich besseres Hähnchenschnitzel, als wenn du ein Hähnchenschnitzel kaufen würdest, meiner Meinung nach. Ja. Und schmeckt super und ist schnell gemacht. Also das als kurze kulinarische Anekdote. Ja, und ich ergänze noch an dieser Stelle, eine Zeit lang habe ich die Videos von Nelson Müller geschnitten. Mhm. Der hat einen YouTube-Kanal und die ersten Videos, bis auf das allererste, aber die ersten 10, glaube ich, habe ich geschnitten. Und da ist ein Video dabei gewesen, wie er das perfekte Wiener Schnitzel gemacht hat. Mhm. Und zusammen mit einem anderen YouTuber, Max hieß der, ein sehr erfolgreicher Koch, auch macht auch so schnelle Nummern und so einfaches Kochen und so weiter. Und dann hat er aber gezeigt, wie er halt im Müllers dieses Schnitzel macht. Also erst plattkloppen mit der Pfanne in dem Fall, ne? Also einfach drauf, aber Folie halt dazwischen, damit es nicht... Genau. Und dann war der Trick aber nach dem Panieren, ich glaube paniert hat er sogar mit, wie hieß denn dieses Spezialmehl irgendwie? Panko, genau. Panko und dann soufflierte der aber in der Pfanne. Das heißt, der hat das immer so, in Bewegung und dann war auch richtig viel Butterschmalz drin und dann wurde das immer auch überspült und dann ging das Ding plötzlich auf wie so ein Brötchen. Irgendwie wurde gedacht, alter Schwede irgendwie. Und dann hatte er aber das Problem bei dem Herd, dass dieser Herd war jetzt ein Induktionsherd und beim Soufflieren nimmst du die Pfanne ja immer so ein bisschen hoch. Und sobald die ein bisschen hoch ist, kommt der Induktionsherd nicht mehr an die Pfanne ran und heizt die nicht mehr nach, sodass das Fett irgendwann kalt wurde und musste immer wieder nachheizen. Aber das war ein Schnitzel, hör mal. Ganz lecker. Ehrlich, aber so mache ich es auch. Ja, ich kann das gar nicht. Also ich habe den Schwung nicht. Ich bin ja froh, wenn ich den Pfannkuchen gewendet kriege. Und da kannst du mir den Trick mal verraten. Der Pfannkuchen, wenn ich zu viel Öl in der Pfanne habe und den wenden will, dann fliegt der Pfannkuchen beim Wenden mit dem Öl raus. Nehme ich zu wenig Öl, dann bleibt der Pfannkuchen in der Pfanne hängen und ich kriege den nicht und dann... Der Trick ist, eine beschichtete Pfanne zu nehmen. Ja, habe ich doch. Achso. Spitzbold. So eine alte Gusspfanne. Natürlich, so eine 5 Kilo Gusspfanne und Sonnenarm. Ja, aber was gab es denn bei euch wieder? Ja, Pfannkuchen. Pfannen. Pfanne. Pfanne. Ja, wie kriegen wir jetzt den Dreh zum Audio? Ich habe keine Ahnung. Komm, wir reden nicht mehr über Audio. Das ist jetzt hier die Pfannenversteher. Ja, du hast doch einen an der Pfanne. Ja, na, wir sind jetzt die Pfannenwender, nicht mehr die DAW-Versteher. Ja, aber... Ja, aber tatsächlich, um auf Audio zu kommen, ich habe tatsächlich eine ganze Menge Musik gemacht. Interessanterweise, weil ich ja jetzt gerade im Adventskalender wöchentlich 7 Videos mache, also sehr täglich schön. 1 und saß dann neulich tatsächlich da vor der Geschichte. Ich hatte gezeigt die Fretman-Aufnahmemethode, also wie du 2 Mikrofone von Amp stellst
was ja heutzutage, ist mir da mal nochmal aufgefallen, wie anachronistisch das eigentlich ist. Das machen die wenigsten Leute mittlerweile, mich eingeschlossen, weil ich habe ja den Camper und ja, wenn ich den Amp aufnehmen will, dann habe ich den Aux noch irgendwie oder virtuell. Es geht so viel mittlerweile, richtig gute Aufnahmen zu machen, und trotzdem hat es natürlich voll Bock gemacht, den Amp den Marshall Amp JCM 800, 50 Watt, aufzureißen und im Clean-Kanal schon zu übersteuern, Mikrofone davor, und da musste ich aufnehmen und habe zum endlich seit langem mal wieder Musik aufgenommen und festgestellt, ja, macht mal wieder Spaß, einfach mal irgendwie so eine Metal-Line da rein zu brettern, auch wenn ich eben mit dem Marshall nicht die Metal-Sounds hatte, weil also da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? So ein 5150 von Peavey oder so ein Rectifier, die bringen einfach diesen sahnigen Smiley-Face-Gitarren-Sound mit, den du aus den modernen Metal-Produktionen kennst, irgendwie, den kriegst du mit meinem Marshall im Urzustand kriegst du den quasi nicht hin. Also ich habe noch einen Governor davor geschaltet, so einen Fußtreter, habe ich noch so einen Original-Governor aus den Ende 80er, Anfang 90er kam der, glaube ich, raus. Aber so diese Nu-Metal-Sounds, die kriegst du damit nicht hin, dieses sahnige, schmatzige. Ich habe auch letzte Woche eine New Metal Hardcore Nummer gemastert. Da fand ich das auch ganz krass. Erst als ich den Mix gehört habe, so zum ersten Checken, ne? Also mein Ablauf ist ja immer gleich, dass ich den in RX reinziehe, ne? Und da quasi den Mix dann vorbereite, sauber mache, falls es irgendwelche Probleme gibt. Ja, ja. Reden wir gleich auch nochmal drüber, über eine Sache, die da passiert. So. Da wird der so reingezogen und drehe dann quasi bei mir den Monitor-Controller auf, damit ich es ungefähr dann auf so einem gemasterten Level höre. Mhm. Und dachte so, boah, irgendwie schon echt so Badewanne, ne? Irgendwie ziemlich krass. Und dann hatte mir der Producer aus England oder Irland, ich weiß gar nicht genau, wo er herkommt. Von der Insel. Von der Insel hatte mir auch eine Referenz mitgeschickt. Mhm. Und dann habe ich die Referenz angemacht, habe gedacht, ja, der hat wirklich nach Referenz gemischt. Okay, also, 1:1. Es war wirklich exakt so vom Frequenzverlauf. Und es hat mich dann ein bisschen interessiert, weil ich war ja durchaus auch mal so in der Metal-Szene so ein bisschen unterwegs, auch ein bisschen mehr unterwegs. Da habe ich so gedacht, okay, da hat sich der Sound Double aber auch nochmal... Double Bass Schlüter ist wieder da. Hat sich der, weniger als Schlagzeuger als im jetzigen Segment. Und ich habe gedacht, okay, der Sound hat sich ja doch noch ein bisschen verändert, auch so die über die Jahre. Und was ich ganz krass fand, wie leise in dem Genre mittlerweile Becken gemischt werden. Becken, Drums aber laut. Und ich Trommeln, find, volle Pulle. Ja, volle genau. Pulle. Ja. Und ich finde faszinierend, obwohl das so fett und breit ist, wie weit gefühlt die Gitarren trotzdem hinten sind. Also das Schlagzeug sitzt quasi... Ja, ist schon vorne, den, ja. Also genau. Irre. Ja, und es ist halt, klar, sehr, sehr attack-reiches Schlagzeug so, ne? Ja. Je nach, da gibt es ja dann auch wieder 1000 Subgenres und wenn es unter BPM-Zahl so und so, dann ist das. Und genau. Da würde ich mich auch gar nicht mit einmischen in das Thema. Aber ich fand es dann doch krass, auch so von den Gitarrensounds, wie wenig tiefe Mitten da eigentlich noch so stattfinden. Ne? Das kann jetzt auch sein, ich komme jetzt gerade nicht auf den Bandnamen von der Referenz. Also das war eine kommerziell sehr erfolgreiche Referenz, Band oder Produktion vielmehr. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf, müsste mal nachgucken. Aber auch da, so wo ich so denke, ja, aber da fehlen mir halt so ein bisschen die Eier, hätte man vielleicht so gesagt, ne, in den Gitarren. Aber es ist anscheinend genre-technisch ist wirklich so. Der Sound ich höre halt nicht so viel so modernen Metal, aber das ist ja das Schöne. Wir können ja ganz gut adaptieren anhand von Referenz, anhand von Musik. Kann ja auch immer beobachten bei der ganzen Geschichte. Genau, vor allem, ne? Ja, du kannst ja auch nur lernen dadurch. Ja. Ne? Ich habe zum Beispiel bei das Schlagzeug, was ich für dieses Rock-Riff da rausgesucht habe, ich habe hinterher gesagt, es ist metalmäßig gespielt, aber es klingt eher wie Rock-Riff. Mhm. Ne? Das Schlagzeug ist wirklich die Bassdrum. Ich habe dann die Addictive Drums genommen und habe mir dann ein Rock-Kit rausgesucht. Die Bassdrum macht da wirklich schon klick, klick, klick. Mhm. Also es ist richtig so irgendwo im 5K-Bereich, dass es richtig klick, klick, klick macht. Und ich habe gestern mit einem alten Kumpel noch in alten Zeiten geschwelgt irgendwie, und wir haben so über die frühen Marius-Geschichten gesprochen, weil Marius ist jetzt gerade 75 geworden und mit seinem Spätwerk bin ich jetzt nicht fein. Irgendwie, das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Der Typ ist auch irgendwie indifferent mittlerweile, also ich kann ihn nicht greifen, der ist wie so eine Sphäre irgendwie, so irgendwo zwischen Künstler und ehemaliger Marius. Aber wir haben drin geschwelgt, wie halt die früheren Produktionen waren, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz oder dann Anfang der 80er, das Herz eines Boxers oder das allererste Mal, oder das erste Mal hieß die allererste Platte. Und dann haben wir mal ein paar Titel reingezogen und ich habe dann mal auch
auch mit dem Blick auf dieses Rockriff, was ich aufgenommen habe, auch mal auf die Drums gehört. Und es ist eine komplett andere Welt. Also mal davon ab, dass die Produktion damals gefühlt unter 100 Hertz, dass da nichts stattfand irgendwie. Wenig, ja. Ne? Dass du dann hörst deutlich weniger. Dann hörst du die Bassdrum, ist aber alles okay. Aber die macht halt nicht Klick-Klick. Die überhaupt macht nicht. Peck-Peck oder die macht Pock-Pock irgendwie. Ja. Also du kannst an Klick-Peck-Pock kannst du schon ausrechnen, in welchem Frequenzbereich die den Klick, den Anschlag vom Klöppel hingemischt haben und so weiter. Oder eine Snare-Drum, wirklich die war so ultimativ fett und lang. Puh, machte die wirklich der Teppich danach noch eine halbe Stunde am Ausschwingen und puff, dieses Snare stand da mitten im Mix, irgendwie total irre. Ja, und dann machst du so eine Produktion an und denkst so, okay, alles klar, wer hat denn dieses Smiley-Face hier angemacht bei der ganzen Geschichte? Mhm. Totaler Wahnsinn. Aber man kann ja nur beobachten, weil wenn du stilecht in die Richtung arbeiten möchtest, dann weißt du, okay, alles ist klar. Ist ja auch okay. Ich habe ein Bild im Ohr. Wie sagt man immer so schön, wer bin ich, das in Frage zu stellen? Ganz im Gegenteil, ja. Sondern es geht ja dann darum, dem Song oder dem Künstler oder wem auch immer dann zu dienen, ja, und zu, ja, sagen, ne, ist ja eine Dienstleistung, zu sagen, das soll so gut klingen wie möglich, so wie ihr euch das eben vorstellt. Ja. Ne? Und natürlich kann man da immer ein bisschen noch versuchen, das zu beeinflussen, aber immer nur auf so einem gewissen Grad. Ne? Ja, ja. Also ich hatte es zum Beispiel auch auch letzte Woche. Das ist ein Studio, mit dem ich schon seit Ewigkeiten zusammenarbeite. Ne? Und jeder Song, der da produziert wird, kommt halt zu mir zum Mastern. So, mal gut. Also ein klassischer Stammkunde. Mhm. Ne? Wirklich einer der, quasi der Stammkunde unter den Stammkunden bei mir. Und wir sind halt über die Jahre auch irgendwie sehr, sehr eng geworden. Mhm. Und wir sind auch halt auch immer ganz ehrlich zueinander. So, ne? Das ist auch richtig. Und er hat mir zwei Mixe geschickt. Von einem, also zwei Songs von dem gleichen Künstler. Und die erste Single für den Künstler haben wir auch schon vor ein paar Monaten zusammen gemacht. Mhm. Und er hat mir das so geschickt und ich habe reingehört, dachte so, komisch. Der nächste Song gehört, dachte so, was ist hier denn passiert? Okay. Und wollte ihn quasi schon anrufen und habe dann gedacht, na, hör mal eben in die Single, die wir schon gemacht haben, vor ein paar Monaten rein. Und habe gedacht, oh ja, ich muss den definitiv anrufen, weil da ist irgendwas schiefgelaufen. Mhm. Ja? Tatsächlich war eine Sache, die wirklich schiefgelaufen ist, auch im Ausspielen. Ne? Da ist irgendwie eine Automation nicht mitgegangen, okay, im Bass. Aber grundsätzlich war es dann halt so, ja, ich verstehe, was du meinst, Björn, aber der Künstler möchte das wirklich so. Wo ich dann so gedacht habe, okay, das ist krass. Ne? Also von einer ganz klassischen, modernen oder zeitgemäßen Pop-Produktion, mhm, mit allem, was du dir gerade so vorstellst an Stereotypen, auch klanglich, ja, ja, und ja, ja, auch vom Sound her, ja, zu einer total warmen, kaum höhenreichen, ich sag jetzt mal, wenig Britzeln, wenig Crunch, ja, ja, Crispiness, crisp, drin, sehr Mumm, also im Verhältnis dann mumpfig so ein bisschen, ja, tief mitten betont, eher so rough, würde man neudeutsch sagen, so ein bisschen roh klingt alles. Ja, der Künstler möchte das so. Und ich habe dann wirklich einen Moment gebraucht, auch im Kopf, das zu adaptieren, für mich zu sagen, ja, aber krass, wie, also es ist ja einfach nur, der Künstler möchte das so, dann wird das natürlich so gemacht. Ja, gut. Ne? Aber der Unterschied zu der Produktion von vor 2 Monaten, das war ja jetzt auch nicht vor 20 Jahren, ne? Ja, ist einfach riesig. Ne? Und ist das perspektivisch dann für ihn, dass du damit rechnen kannst, dass die nächsten Songs jetzt auch eher so... Nein, also die beiden Songs waren schon unterschiedlich. Der eine war so ein bisschen mehr moderner. Und ich habe dann gesagt, okay, ich habe es verstanden, dann werde ich da auch nicht gegenarbeiten. Weil manchmal ist es so, oh ja, ist das ein bisschen abgerutscht in die Richtung? Kannst du da noch was machen oder muss ich noch mal? Ja, so, ja, ne? Genau. Nee, hab das verstanden. Dann aber doch im Mastering-Prozess gemerkt, nee. Und nicht im Sinne von, nee, ihr habt Unrecht oder nee, Künstler, du weißt, du hast keine Ahnung, sondern nee, zu 100% gehe ich nicht mit, weil der Song dann leidet darunter. Das ist dann nicht mehr Geschmack. Mhm. Und habe dann einfach gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt hier eine Version, die vielleicht einen Schritt weiter weg ist vom Original oder vom Mix, als das üblich wäre. Von einem Mastering. Ja, oder zumindest bei einem Mastering zwischen Leuten, die sich eben kennen und genau wissen, was sie voneinander erwarten. Und hab das dann gemacht und hab gesagt, du, pass auf, hier, das ist ein Vorschlag von mir. Mir ist deutlich bewusst, dass das weiter weg ist, aber du kannst es dem Künstler ja einfach mal so weiterleiten. Ich empfehle es euch so nach dem Motto. Es ist jetzt einfach nur meine Ansicht. Ja. Und weißt du, wenn ich sage, das ist weit weg, da würden wahrscheinlich 75% der anderen Leute sagen, wann hast du denn gemacht? So, ne? Also jetzt nicht, weil ich jetzt so toll bin, sondern einfach, weil
ich natürlich oder wir im Maßen natürlich auf ganz anderen, ja, ne, wenn wir sagen, boah, da habe ich aber reingegrätscht, da habe ich anderthalb richtig dB rausgedreht. So, ne? Das ist natürlich dann schon heavy. Aber das war schon wirklich weit weg. Ja. Ne? Das war schon, dass du gemerkt hast, dass da richtig im Prinzip... Darf ich es mir gleich mal anhören? Ja, okay, also so im Prinzip ab 1 Kilohertz sind da ganz viele Sachen auch dazugekommen, die vorher nicht da waren. Okay, alles klar. Oder was heißt, ja, nicht da waren, aber halt nach oben, ja, gekommen. Ja. Ne? Verschiedenen Sachen da gearbeitet. Aber ich habe wirklich hin und her geschaltet, 100 Mal und habe gedacht, nee, es ist genau das, was dieser Song braucht. Mhm. Auch im Verhältnis zu dem anderen Track, den wir noch gemacht haben. Ja. Und mit so ganz, ganz weit hinten noch dieses Single von vor 2 Monaten. Aber das ist ja auch deine Aufgabe, das irgendwie, ja, konsistent zu halten bei der ganzen Geschichte. Das würde bei einem Album ja auch passieren, dass du die Titel auch aneinander angleichst, dass wir, genau, jetzt nicht die totalen Unterschiede sind. Und das, ne, Ende vom Lied war, ja, dass der Künstler halt dann als Feedback dazu gesagt hat, ich bin super froh darüber, dass, also hat er jetzt, ja, dem Produzenten gesagt, ich bin, ja, super froh darüber, dass der Björn das so gemacht hat, obwohl er eigentlich ja eine ganz andere, explizite, einen Auftrag hatte, ja, sozusagen, ja, weil es ist genau das, was er wollte, ja, er hat das nur nicht so kommuniziert bekommen. Ja. Ne? Also ihm war das gar nicht so wichtig, dass da jetzt gewisse Sachen nicht so prominent stattfinden sollten, ja, sondern er wollte einfach, dass seine Stimme mehr Wärme hat insgesamt. Das heißt, wo wir vielleicht schon denken, ah, das ist zu viel in den tiefen Mitten, das fand er aber toll. Und das ist ja Geschmackssache. Das ist okay. Er hört, genau, sich, ja, halt, ja, eher so. Genau, ja. Aber der ganze Mix hatte dadurch natürlich deutlich weniger Höhen auch bekommen, weil ist ja klar, wenn du das Instrumental dann total aufregend und hell und hochmitten betont mischt und die Vocals nicht, ja, dann passt das Verhältnis natürlich, ja, auch wieder, ja, nicht. Ne? Also, ja, Wahnsinn, aber da ist deine Expertise und dein Geschmack sind quasi der Unterstützer des Künstlers geworden. Und total haben geil. So, ja, mega. Also das, größeres Lob gibt es ja gar, ja, nicht. Ja, genau. Das ist ja dann das auch, was Spaß macht. Aber es hätte natürlich jetzt auch einfach sagen können, dass der Künstler sagt, ey, ganz ehrlich, wir haben dort drüber gesprochen, was soll der, ja, Quatsch hier? Alter, was mischen, ne, wir hier, genau, ein? Genau. Ne? Irgendwie, wer bist du, dass du das so machst? Aber ich glaube, man muss da so ein Feingefühl für entwickeln. Ja, Psychologie gehört ja auch dazu, ja, zum, ne, Spiel. Ne? Soll man, ich biete, mache ich mal das jetzt an, oder mache ich das nicht? Ja. Und ganz oft habe ich es in den letzten Jahren vor allem auch schon gemacht. Man wird ja erfahrener auch mit der Selbstbewusster Zeit. Selbstbewusster auch, ne? Selbstbewusster. Ja. Das war manchmal auch einfach, ich mache auch manchmal einfach 2 Versionen. Ja. Ne, wenn ich denke, ich finde das jetzt so viel, viel besser. Ne, gerade bei so Mixen, die vielleicht auch ankommen und sehr extrem in eine gewisse Richtung sind, die super viel Bass haben, ja, oder super viel Höhen und ich denke, boah, das muss aber jetzt deutlich weniger Höhen haben. Ja. Ne? Aber wer, ne, nochmal, wer bin ich, dass ich das, ne, ja, das ist ja nur eine Idee und ein Vorschlag dann, das zu machen und wenn ich dann so weit, da reden wir dann aber jetzt wirklich nicht über 1,5 dB, sondern da reden wir dann wirklich mal über 3, 4 dB oder, ja, so Unterschied, ja, in gewissen Frequenzbereichen, dass ich dann wirklich hergehe und sage, okay, pass auf, ich habe mir eine Version gemacht, die ich präferiere. Ich habe euch aber auch eine Version gemacht, die näher an dem ist, was ihr alle gut fandet im Produktionsprozess, und entscheidet halt einfach, was dabei rauskommt. Ja. Ich finde es super. Die interessante Erkenntnis für mich zum Beispiel in diesem, wenn wir jetzt so in Anführungszeichen nerdig schon sprechen über 1,5 dB oder sonst was irgendwie war, ich habe dann einen meiner Lieblingstracks von Marius angemacht. Der ist An den Händen einer Hure aus dem Album, ja, Das Herz eines Boxers, müssen wir gleich mal anspielen. Das Faszinierende war nur, dass dieses ganze klangliche Schlagzeug, hast du nicht gesehen, alles weg war, weil der Song mich mit dem Text plötzlich wieder gefangen genommen hat. Und dieser Song ist aus 83 oder so und der Text ist bis heute so aktuell, dass ich fast Gänsehaut vor Grusel gekriegt habe, weil ich gedacht habe, diesen Text haben die vor 40 Jahren geschrieben und keine Zeile hat ihre Aktualität verloren. Ich denke, boah, das ist schon echt gruselig, wo du dann feststellst, okay, Musik, Klang, sonst was, irgendwie alles hin und her, aber Inhalt, das, was da ist, ne? Oder wir haben danach eine Platte angemacht von Blowbeat, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Band, das ist eine holländische Band, der Bandführer, Bandleader, Ton Engels ist ein fantastischer Gitarrist, Sänger, und das ist irgendwo total abgefahrenes Funk-Crossover-Zeugs, irgendwie so. Also total irre. Würde ja Schlagzeug auch Spaß machen. Sind wir früher immer hingefahren, wo die überall gespielt haben, und haben da auch mal angemacht. Und auch da war der Klang komplett egal, weil das, was musikalisch stattfand, ja, ne, war einfach so gefangennehmend, dass alles andere egal war und du dann da gesessen hast, ja, es gibt auch einfach nur geile Musik, bitteschön. Ne? Apropos gefangennehmen. Ja. Ne?
Jetzt kurz. Das habe ich dir gestern schon am Telefon versprochen, als du dein Leid geklagt hast, dass du gestresst bist aufgrund natürlich des Adventskalenders. Meine Tage haben halt leider nur 24 Stunden. Ja. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich weiß es doch auch nicht. 36 wären viel besser. Ja. Ich hab hier gestern tatsächlich geschlagene, ich glaube, 6 oder 7 Stunden gesessen. Hab Musik gemastert, habe gefangen im Studio. Und das kennt jetzt wirklich keiner außer dir von den Zuhörern, vielleicht ein paar, die mal hier, zufällig hier waren. Aber hier ist ein direkt hinter dieser Tür, die ihr nicht seht, oder wenn ihr den Podcast hört, sowieso also nicht. Also dieser ist, Raum hat auch einen Ausgang. Ja, genau. Da gibt es einen Flur. So. Und irgendwann vor einigen Jahren, ich schätze so vor circa 10 Jahren, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, an der Decke in diesem Flur einen Rauchmelder zu installieren, was ja, erstmal sehr löblich der ist. Der soll an die höchste Stelle im Raum. Das ist sehr, sehr löblich. Diese Person hat aber mindestens eine Leiter mit 3,5 bis 4 Meter Länge gehabt, ja. War mindestens mal äußerst gut schwindelfrei. Und er hat sich auch was gespart. Ja. Eine dauerhafte Stromversorgung. So, und dieser Rauchmelder ist aus dieser Generation, wo die noch nicht mit auswechselbaren Batterien waren, sondern mit Ablaufdatum. So, was ich bis heute nicht, ich kann das noch nicht verstehen, aber... Oh, ich leide jetzt schon mit dir, ey. Und ich habe hier gesessen und anscheinend ist es irgendwann in der Nacht von Mittwoch... auf Donnerstag passiert. Oder zumindest war ich nicht im Studio. Ist das letzte 0,0001 Watt runtergesprungen von der Batterie? Nee, pass auf. Das habe ich dann gegoogelt. Ich komme da gleich zu. Okay, mir meine Geschichte. Gespannt, ja. Du musst hier, ich habe hier dramaturgisch ja, okay, ist ja alles klar. Drin. Ne? Das heißt, ich komme am Donnerstagmorgen mit vollgepackten Taschen, also mit vollgepackten To-Do-Taschen, weil ich so viele Sachen habe, die natürlich auch alle ganz, ganz schnell weg müssen und ja. Ganz schnell fertig. Komme ich ins Studio und denk mir nichts dabei, gehe hoch und denke, was hat denn hier gerade gepiept? Naja gut, ne, weiß man ja nicht. Ne? Und fahr alles hoch, mach meine Geräte an. Denke, es hat schon wieder irgendwas gepiept. Ganz komisch. Ne? Aber man denkt sich ja erstmal nichts Böses dabei. Ne? Und bis ich dann irgendwann mal tatsächlich nach dem 5. oder 6. Piepen verstanden habe, dass es dieser Rauchmelder ist ja. Im Flur. Bei ihm piept's wohl. Ja, und hab halt hier so gesessen und dachte, ja gut, du musst dich dann mal drum kümmern gleich. Ja. Erstmal nicht weiter drüber nachgedacht, bis es mir irgendwann so dermaßen hart auf die Nerven gegangen ist, dass ich die Tür aufgemacht habe, voller Tatendrang und hochgeguckt habe und gedacht habe, wie zum Teufel Scheiße, soll ich da rankommen? Wie soll ich da drankommen? Also, habe ich gedacht, bist ja schlau. Ne? Vielleicht waren diejenigen, die dieses Ding installiert haben, ja auch so schlau, weil ich habe zu Hause zum Beispiel alle Rauchmelder mit so einem Magnet. Hier übrigens auch, also in den Räumen. Ach so, das ist praktisch. Man, also musst du nicht abdrehen, sondern kannst einfach abnehmen. Die kann ich abnehmen, die sind mit Magnet. Und habe gedacht, in Gottes Namen, ich nehme jetzt ein Mikrofonstativ, fahre das voll aus und semmel, schlag den da runter. Semmel das Ding von der Decke. Weil, also für alle, die das nicht wissen, das ist ein Treppenhaus, da ist eine uralte Treppe und vom niedrigsten Punkt bis zur Decke sind, keine Ahnung, 5 Meter? 5, 6 Meter. Ja. Und vom höchsten Punkt der Treppe bis da oben sind auch locker 3,5 Meter. Oder ja, also ich meine, von Decke bis Untergeschoss. Man kann ja in dem Flur das quasi ganz rauf. Also das sind bestimmt 5, 6 Meter. Ne? Ja, 6 Meter. Ja. Und vom höchsten Punkt, also von hier von der Empore sozusagen, ja. Bis zum Rauchmelder waren so 3,5 Meter ja. Oder sowas. Ne? Ja, wie soll man da drankommen? So eine haushaltsübliche Stehleiter hat so 1,50 Meter oder sowas vielleicht, ne? Wenn du ganz oben drauf stehst. Du wohnst ja hier nicht. Also die große Ausziehleiter, selbst wenn du eine hättest. Selbst wenn ich eine hätte, habe ich natürlich auch nicht hier. Habe ich aber auch nicht. Ja. Stand dann da und habe gedacht. Ich habe eine. Falls du nochmal eine brauchst, meine ist 10 Meter. Und habe gedacht, ja, aber jetzt muss man die ja auch irgendwo hinstellen können. Ja. Da ist ja ein Treppengeländer. Das hast du ja, ne? Da ist ein Treppengeländer. Auf der anderen Seite ist die Treppe. Da kannst du die Leiter auch nicht anlehnen. Und an der Gegenwand wird es gehen, aber das Treppengeländer ist ja im Weg. Ja. So. Jetzt habe ich hier wirklich gesessen und bin fast wahnsinnig geworden. Habe gedacht, wie kriege ich denn jetzt dieses Scheißding weg? Ne? Und dann habe ich gegoogelt, wie lange denn so ein Rauchmelder piept. Lange. 30 Tage. Ja, aber locker. Und zwar 30 Tage, mindestens 30 Tage, alle 60 Sekunden. Und ich habe kurz überlegt, wenn ich jetzt einfach den Rest des Monats frei mache. Super Idee. Ja. Mein Segen hätte es. Mach einfach den Rest des Monats, ich fliege, keine Ahnung, irgendwo hin, ist mir egal. Und mir ist alles egal. Und dann wiederkomme, so gegen Mitte Januar, dann hört er ja auf zu piepsen. Ich kaufe mir den Odyssey und Master jetzt nur noch zu Hause am Laptop. Genau.
Habe ich kurz überlegt und dann habe ich gedacht, auch keine Lösung. Ne? Ist ja, habe ich tatsächlich den örtlichen Dachdecker angerufen. Scheiße. Und habe gesagt, hör mal, ganz blödes Anliegen. Ihr habt doch so Leitern, ne? Und ihr seid auch sehr schwindelfrei, ne? Ja. Okay, er sagt, ich schicke zwei Jungs vorbei. Die machen gerade Mittag, die kommen gleich. Dann kam ich tatsächlich zu zweit mit einer. Das ist Dorf, ne? Das ist Dorf. Das ist dann, kamen die mit schnell. Einer illustren Auswahl an Leitern. Ja, den Leiterwagen von gegenüber. Du hast doch die Feuerwehr direkt gegenüber. Genau. Übers Dach habe ich auch schon überlegt. Ja, why not? Und tatsächlich, die beiden zu zweit gegenseitig diese Leiter irgendwie gestützt gehalten, irgendwie da hoch, quasi so im Sprint die Leiter hoch, das Ding geschraubt, wieder runter. Also ist für alle, die jetzt sagen, ach so ein Quatsch, das ist wirklich sehr kompliziert, da in dem Flur irgendwie Halt zu finden. Ja. Auf jeden Fall hatten sie das Ding dann runter und ich stand hier ganz stolz mit einer Batterie in der Hand und wollte die Batterie austauschen. Ja. Hab dann gesehen, da ist gar nicht mit Batterie austauschen. Ja. Hab aber dann auch gedacht, vielleicht auch besser so, weil wenn du das Ding jetzt wieder da unter die Decke machst, dann hast du halt ein paar Jahre was und in ein paar Jahren stehe ich wieder hier und denke, Mist. Oder noch schlimmer, weil ich hatte tatsächlich die gleiche Geschichte. Meine Frau sagte, wenn sie mit dem Hund immer rausgeht, abends, da piept's was. Ja. Also wie war, da piept was irgendwie. Und dann bin ich auch mit dem Hund rausgegangen, abends irgendwie so und bei uns am Bahndamm entlang. Und tatsächlich piepte da was. Und dann habe ich beim nächsten Spaziergang habe ich dann eine Taschenlampe mitgenommen, mein Handy eingepackt, Taschenlampe mitgenommen, gesucht. Da hatte irgendeiner so einen abgelaufenen Rauchmelder einfach in den Bahndamm reingeworfen, wo ich noch gedacht habe, also wenn du deine Nachbarn in den Wahnsinn treiben willst, dann schmeiß einfach einen abgelaufenen Rauchmelder bei denen in die Büsche, direkt unter das Schlafzimmerfenster, da werden die wahnsinnig auf jeden Fall, im Sommer erst recht so. Ja. Dann habe ich das Ding mitgenommen und das war auch so einer, so ein 10 Jahre läuft ab. Ja. Hab ich gedacht, warte mal, der geht ja noch, der ist ja noch gut. Hab den aufgemacht irgendwie, kann man dann gehen so Klammern auf, dann könnte man den aufmachen. Batterie ist tatsächlich drin, aber die ist nicht verlötet, die ist verschweißt. Und daraufhin habe ich mir ein Schweißgerät gekauft und die Batterien besorgt, weil ich gedacht habe, ich schmeiß doch jetzt nicht ein funktionierendes Gerät weg, nur weil die Batterie alle ist. Was ist denn das für eine Wegwerfgesellschaft? Grundsätzlich bin ich da voll und ganz bei dir. Hab das also gemacht, hab also mir diesen Tacker gekauft, diesen Verschweißer irgendwie, super Teil übrigens, so eine Powerbank mit so zwei Kupferdrähten und dann kann man das verlöten, hab dann Drähte dran gelötet, neue Batterie reingemacht und dann piepte der wieder. Da war ihm, entweder hat er eine eingebaute Ablaufuhr, die sagt, ja, wenn die Batterie einmal alle war, dann darfst du nicht mehr. Keine Ahnung, ob dann der Sensor kaputt ist. Auf jeden Fall habe ich dann die Batterie wieder rausgeschweißt und habe es dann doch weggeworfen. Habe mich sehr, sehr geärgert. Okay. Aber ich warte auf das nächste Opfer auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja einen Tipp da draußen von euch, was ich falsch gemacht haben könnte, weil einfach nur Batterie austauschen hat anscheinend nicht gereicht. Oder ich habe eine Montagsbatterie erwischt. Ich bin ja ganz auf deiner Seite, was das angeht. Jetzt warst du aber ja gerade eben selber dabei, als... Ja. Weil ich hab den Rauchmelder abgemacht und hab gesagt, ja gut, dann wird er ja jetzt auch dann aufhören zu piepen irgendwie. Hab den einfach da hingeschmissen und gerade eben hat er wieder gepiept. Wahrscheinlich hat er jetzt einen anderen Turnus, alle einmal die Stunde oder so. Und das hat mich dermaßen zur Weißglut gebracht. Ja, aber das ist ja wie wenn es da einer neben dir sitzen würde und würde so alle 60 Sekunden einmal so auf die Schulter so drauf tippen. Mhm. Die ersten drei Stunden kannst du dann noch. Vor allem für uns Audio-Leute. Ja. Jetzt hat er natürlich in dem Flur auch noch so einen schönen Resonanzkörper. Ja. Ne? Und du sitzt hier. Also ich war gestern wirklich, hab ja auch gesessen und hab so, ich bin ja hier so ein Isotop RX, ja. Ne? Zweite Nennung. Und die dritte folgt gleich. Da hab halt hier gesessen. Hast du den Spectral Noise versucht rauszurechnen? Ich hatte irgendwie so, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe, irgendwelche Klicks oder irgendwelche Geräusche. Dann hast du so eine Sekunde Audiomaterial vor dir und irgendwie bist so gedanklich in so einem Fokus und auf einmal so pick. Ich hatte die gleiche Situation gestern auch. Ich habe gestern das Video aufgenommen, was diese Woche rausgekommen ist, wo ich im Zimmer von meinem Sohn aufgenommen habe. Der hat von mir so eine Grundausstattung bekommen. Das habe ich dokumentiert. So, super. Und sitze jetzt aber in diesem unbehandelten Raum und irgendwie wollte mein Aufnahmegerät auch nicht so richtig. Der Sound war... Ja, auf jeden Fall hallig, sagen wir es mal so. Ne? Okay. So, dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich es raus? Ich kann Dialog Isolate nehmen, RX, schon wieder eine Nennung. Oder ich nehme halt dieses Goyo-Tool, was ich dann neulich gezeigt habe. Genau, das ist aber nicht mehr kostenlos, sondern das war die Beta, war kostenlos. Und die haben das jetzt rausgebracht. Die Firma heißt Supertone und das Tool heißt Clean, glaube ich. Und ich hatte das aber als Beta-User, konnte ich das kaufen für 39 € und habe das...
mir gekauft. So. Und hab das gekauft und hab dann gestern da im Mix gesessen und hab gedacht, scheiße, wie kriegst du irgendwie diesen halligen Rahmen raus? Erx willst du jetzt nicht machen. Ja, schmeiß das Superton eben drauf. Irgendwie geht schon. Mach das so drauf, mach meine Kette, hör nochmal einmal gegen und zwischendurch macht es plötzlich so. Denke, ist mein Audiotreiber irgendwie kaputt gegangen? So weiter bearbeitet, irgendwie 2-3 Minuten später wieder. Was ist das denn jetzt irgendwie so? Geguckt, ist die Wellenform kaputt? Nee, ist nicht die Wellenform. Ist nochmal dieselbe Stelle abgespielt? Nee, da ist nichts drin. Wieder. Moment mal. Ich habe das Superton zwar gekauft, aber noch nicht aktiviert. Erstmal in meinen E-Mails gesucht, wo der Seriencode war irgendwie und danach ging es dann einigermaßen. Aber das, was du gerade sagst, du bist voll im Tunnel und sitzt davor und denkst so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum? Was soll das? Das hatte ich auch vor kurzem, welches Plugin war das denn nochmal? Bass Lane von Tone Project. Auch schön, ja. Haben wir vor kurzem auch noch drüber gesprochen. Tatsächlich das letzte Plugin, was ich mir gekauft habe, irgendwie vor ein paar Wochen aber schon. Und da war das auch, dass du in der Testversion konntest zwar alles machen, aber alle, weiß ich nicht, kam halt so ein Rauschen, ne? Ich habe das am Anfang auch erstmal nicht kapiert, ne? So, ich habe das irgendwie so reingeladen in irgendeine Session und habe da erstmal so mit rumgespielt, weil da musste ich schon mal kurz mit beschäftigen mit der Oberfläche so, ne? Und das so. Moment, was ist hier? Ich gebe zu, ich habe in meinem Template habe ich immer einen Tone-Generator drin. Den man aus Versehen, was hat der drauf? Rosa Rauschen, weißes Rauschen? Nee, der ist tatsächlich Sinus. Auf Sinus eingestellt. Also ein Kilo? Um die Analog-Chain zu kalibrieren. Ja, ne? Das macht schon Sinn. Also wenn du mit analogen Geräten arbeitest, gerade mit Röhre und so, dann macht schon Sinn, regelmäßig heißt irgendwie zumindest mal einmal am Tag dann oder. Ja, ich checke immer, ob ich meine RTW messe, ob die noch richtig läuft. Mache ich auch mit einem 1 Kilo. Ja, genau. Einfach eben einmal durchschauen, sind die Pegel okay, links, rechts, gibt es irgendwo eine Abweichung, wenn ja, woran nicht das? Ja, ne? Und glücklicherweise hat mein Vollröhren-Kompressor, der Varis von HCL, der hat auch wirklich eine Korrektur eingebaut. Also, ne? Also der hat zwei Drehregler. Ich wollte gerade sagen, ist der Knopf oder musst du einen Schraubendreher? Ist theoretisch gesehen ein Schraubendreher. Das sind diese silbernen da neben dem Volumeter. Okay, kannst du aber auch so drehen. Mhm. Ne? Und da kannst du dann, ich weiß gar nicht, wie viel Puffer da drin ist pro Kanal. Hat aber bisher immer gereicht, um leichte Abweichungen zu machen. Und da ist auch das letzte Tool in meiner Chain. Könnte ich damit auch theoretisch gesehen mal kleine Abweichungen von anderen Geräten ausgleichen. Ne? Was hin und wieder passiert, aber gerade bei Röhre ist natürlich. Aber ist das denn ein Stereokompressor oder ist das ein Dual-Mono-Kompressor? Dual-Mono oder MS. Ah, okay, alles klar. Ja. Ja. Wobei, du kannst auch Stereo-Link machen. Ja gut, aber wichtig ist ja nur, wenn du beide. Ist kein True-Stereo. Ja, okay, genau. Ja, also so der Manutech zum Beispiel ist ja True-Stereo, genau. Also du hast ja nur ein Bedienelement für beide Kanäle. Kanäle, genau. Ja, genau. Nee, das ist schon so. Aber hatte ich halt auch mit diesem Rauschen. Und habe erst gedacht, das wäre irgendwie der Tone Generator halt, das ja aus Versehen irgendwie angegangen oder ich irgendwie draufgeklickt habe oder so. Man weiß ja manchmal nicht, was so Technik mit einem macht. Nee. Ja. Aber es war auch das Plugin, was dann halt in diesem Trial-Modus, in dem Demo-Modus dann halt alle paar Sekunden oder so das dann rausgehauen hat. Aber es ist schon krass. Ich glaube, dass das Leute, die jetzt nicht mit Audio zu tun haben, dass sie das wahrscheinlich gar nicht so sehr stören würde. Ja, also die Regelmäßigkeit macht es halt. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt meinen Apogee ADDA-Wandler wieder rausgeschmissen. Ich hatte so einen zweikanaligen ADDA-Wandler. Mhm. Eigentlich ein altes Gerät, aber ein gutes Gerät, klang gut. Habe ich aber rausgeschmissen, weil er jedes Mal, wenn die Sample Rate in meinem System umgestellt wurde, dann hat er geknallt, gekracht und gepupst irgendwie. Und es macht mich wahnsinnig, wenn du hörst im Apollo, hörst du schon das Relay schalten, dass jetzt gleich die Sample Rate umgestellt wird und weißt genau, okay, jetzt schnell noch auf Mute, weil sonst kommen gleich komische Geräusche aus meinen Boxen raus. Und dann habe ich den tatsächlich jetzt aus Frust einfach wieder rausgeschmissen, weil mich das so abgenervt hat. Tatsächlich ist aber der Rackspace, der dann frei geworden ist, das ist ja eine HE frei geworden. Ich habe mich immer darüber geärgert, dass ich zu wenig Outputs hinten an meinem Apollo habe. Mhm. Der hat nur 10 Outputs hat der nur. Also ein Main und 8 Mono oder 4 Stereo-Ausgänge. Mhm.
Und weil ich aber mein System so verdrahtet habe, ich muss den Ton, den ich habe, der aus meinem System rauskommt, der muss auf meine Messe, der muss in meinen Streaming-Rechner rein, der muss in mein Streaming-Gerät, mit dem ich meine Bildschirmaufnahmen mache, muss in verschiedenste Situationen raus auf jeden Fall gespielt werden, sodass ich immer zu wenig Outputs hatte. Und dann saß ich neulich mit einem Kumpel zusammen und wir sprachen so drüber und dachte, wieso, nimm doch die Adat-Outs. Ja, wie machen... Moment mal, ich habe doch noch irgendwo diesen Behringer 8-Kanal ADAT für... Der gute. Ja, der gute AD8000 oder wie der heißt oder sonst was irgendwie. Der vegetiert doch hier irgendwie. Ich habe ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Herr Wagner hat alles. Das so, der irgendwo, hier muss das doch sein. Ah, da ist er doch. Ist gar nicht der Kopfhörerverstärker von Behringer. Der sieht nämlich ähnlich aus. Okay, alles hat dran geklemmt. Und jetzt habe ich 8 weitere Outputs und jetzt bin ich glücklich. Jetzt könnte ich den Rackspace direkt füllen. Jetzt ist dann ein silbernes Behringer-Gerät drunter. Sieht optisch auch noch unauffälliger aus als das lilafarbene Apogee-Gerät. Und vor allem macht es keine Nebengeräusche, was mich sehr, sehr freut. Irgendwie, das ist einfach, ja, guck mal, so wird aus. Jede Sheet ist ja für irgendwas gut, sagt man. Aber ganz ehrlich, Rackspace füllen hatte ich jetzt auch noch nie Stress mit. Du bist doch der, du hast das letzte Rack hast du mir geschenkt, irgendwie das große Ding, was bei dir hinten im Rücken steht, irgendwie, wo übrigens meine Lavalampe draufsteht. Das darf ich nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle. Aber ich habe im Rahmen dieser ganzen Videos, die ich ja jetzt gemacht habe, habe ich auch ein sehr spannendes und sehr kontroverses Video gemacht, was mich zu unserer Rubrik Black Influencer bringt. Ja, denn in der Rubrik Black Influencer, ich habe ein Video gemacht zum Thema asynchrone Wellenform. Wo hast du das denn her, Jonas, das Thema? Ich habe keine Ahnung. Könnte mit einem Mastering-Engineer... Erklär mir doch mal, was das genau bedeutet. Könnte mit einem Mastering-Engineer meines Vertrauens zu tun haben. Nein, es ist tatsächlich ein Phänomen, was mir schon häufiger aufgefallen ist tatsächlich, wo ich eine Aufnahme gemacht habe, teilweise vom Gitarrenverstärker, wenn du einen hochverzerrten Sound hast, irgendwie so, oder wenn du je nach Amp unterschiedlich in Kombination mit dem Mikrofon, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass du plötzlich in deine DAW reinguckst und denkst, die Wellenform ist kaputt, weil die auf der einen Seite komplett ausschlägt und auf der anderen Seite irgendwie überhaupt nicht. Ja. Und dann denkst du, was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Dann hörst du rein und denkst, naja, aber klingt so, wie ich es aufgenommen habe. Was habe ich verkehrt gemacht? Nix. Ja, und dann setzt man sich irgendwann mal damit auseinander oder auch nicht. Ich meine, da geht jetzt die Welt nicht von unter, ob ich mich damit auseinandersetze oder nicht. Aber in dem Zusammenhang kam dann, dass wir hier zusammengesessen haben und du dir einen Mix angeguckt hast und gesagt hast, oh, die Wellenform ist verschoben. So, und dann hast du aus, und das ist jetzt das Plugin, das ich ansprechen möchte, was ich auch schon diese Woche im Adventskalender hatte, das Phase-Tool aus Isotope RX. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Genau, weil ihr es noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal reingucken, weil ich habe 3 Beispiele gezeigt. Ich habe Bläser gezeigt, ich habe Gesang gezeigt oder Sprache gezeigt und ich habe einen Drahtbass eingespielt. Und Trompete wurde über einen RE20 eingespielt, einen Elektro-Voice, ganz einfach ins Interface rein. Die Stimme ist über eine richtig Pro-Kette reingegangen und der Bass wurde einfach per DI-Box eingespielt. Das heißt also 3 unterschiedliche Aufnahmearten und trotzdem jedes Mal das gleiche Phänomen, dass die Wellenform asynchron im Verhältnis zu, weil man den positiven und den negativen Bereich im Verhältnis zur Nullachse verschoben zu sein scheint. Wie gesagt, klanglich kein Unterschied, aber es hat dynamisch, in der dynamischen Bearbeitung macht es einen Unterschied. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das aus Sicht des Mastering-Engineers dann bedeutet. Nee, im Grunde genommen bedeutet das ja erstmal, du hast ein Signal, was völlig heile ist, da ist nichts kaputt dran oder sowas. Ja. Das ist halt einfach, das ist halt so. Ja, das ist halt gewisse so. Sachen sind halt einfach so. Ja. Das ist so und dadurch bedeutet es aber, wenn du jetzt auf der positiven Seite, also nach oben hin, einen höheren Ausschlag hast, als nach unten, ne, dann wirst du irgendwie hier oben, sag jetzt einfach mal einen Wert, -3 dB als Peak haben. Ja, ne? Das ist quasi Headroom. Genau, also ne, egal was jetzt, wenn du das jetzt abspielen würdest, wenn du jetzt einen Kompressor benutzen würdest, wie auch immer, bei -3 wäre jetzt der lauteste Ausschlag. Ja. So. Das heißt, wenn du Threshold -5 einstellst, würde der 2 dB komprimieren. Kommt auf die Ratio an, aber... Ja, ja, also ja, wenn du 2:1 Ratio hast, ja, aber, dann, aber in dem Fall jetzt... Ja. Ne? Also es ist halt einfach der gehen wir mal davon aus, du hast das jetzt aufgenommen und der lauteste Peak ist -3. Wofür jetzt auch immer, ob du jetzt einen Kompressor benutzt oder im Zweifel hast du einen ganzen Mix, so wie ich einen ganzen Mix kriege. Ja. Und das Peak-Level ist -5. Ja, und ich sehe aber schon, oh, die Wellenform ist asynchron. Ja. Dann kannst du dieses Tool hernehmen von Isotope RX. Warte mal, dann sagen wir kurz, dass der Headroom, sagen wir mal, auf der positiven Seite wäre 3 dB. Und auf der negativen Seite könnte der aber 5 sein.
Könnte auch 15, ja gut, vielleicht nicht ganz so krass, aber... Ja, aber also bei einem Einzelsignal ja, 15, ja. Aber bei einem kompletten Mix kann es durchaus sein, dass du... Kann komplett verschoben sein zwischen der positiven und der negativen Seite. Ja, genau. Ne? Und da ist nichts kaputt, da hast du nichts falsch gemacht, sondern das ist einfach so. Ja. Ne? Und mit Isotope RX, ich kenne auch kein Tool, kein anderes Tool, das ist jetzt auch keine Werbeveranstaltung. Ich habe auch gesucht, ich habe nichts gefunden, was das vergleichbar ist. Es ist wirklich keine Werbeveranstaltung, weil es gibt kein vergleichbares Tool, zumindest weiß ich keins. Da gibt es dann dieses, das heißt einfach nur Phase, heißt es, die Funktion. Ne? Und da gibt es die Möglichkeit, das manuell zu machen oder mit dieser adaptiven Phasenkorrektur, mein Gott, schweres Wort. Wo der ja wirklich adaptive Phasenrotation, Rotation, so heißt es. Was ja im Prinzip eine Korrektur ist. Eine Korrektur ist es, genau. Aber es stimmt, Rotation. Ja. Und wo er sich wirklich jeden Ausschlag, jedes Ausschlag in der, quasi anguckt. Anschaut und das dann angleicht. Und ich sag mal, bei so einem Stereo-Mix, bei mir, Beispiel, du schickst mir einen Song zum Mastern mit 3 dB Headroom, also minus 3 ist der höchste Peak. Mhm. Ich würde da jetzt einen Limiter drauf machen. Ja, jetzt sind wir bei dem krassen Beispiel, da müssen wir nämlich auch nicht über Ratio noch nachdenken. Ja, ja. Und ich stelle jetzt 6 dB in den Limiter ein, dann würde ich 3 dB quasi wegschneiden oder weglimitieren. Ja, ja. So. Jetzt kann es sein, ich ziehe den Mix in RX, drücke auf Phasenrotation und das ist so einfach. Das kostet anmache, nichts, genau. Adaptive Phasenkorrektur. Man kann auch nichts einstellen, einfach nur Phase durchlaufen lassen und man stellt fest, es kann sein, dass ich ein halbes dB gewonnen habe, es kann aber auch sein, dass ich 2-3 dB gewonnen habe. Plötzlich ist der lauteste Peak bei minus 5. Ja. Und wenn ich jetzt den Limiter auf 6 dB einstelle, dann limitiere ich nur noch 1 dB. Ja, dann macht er quasi gar nichts mehr. So, und wenn man das jetzt weiter runterbricht, das ist natürlich jetzt meine Ansicht, so, wenn du jetzt deine Ansicht hast oder auch eine Ansicht oder Einsicht, die ich habe, zum Beispiel bei Bläserproduktion. Ja. Bei Bläsern ist es ganz, ganz extrem. Fast immer, genau. Ich habe bei mir ins Archiv geguckt, habe eine Trompete rausgesucht, wahllos eine Trompete rausgesucht und sofort, oh, guck mal. Und noch krasser, meiner Erfahrung nach, ist es, wenn du Bläser mit Clip-Mikrofonen hast. Ah, okay. So, wir haben eine Produktion gemacht, habe ich glaube ich auch schon ganz oft drüber gesprochen, UDO, eine Heavy-Metal-Band, Udo Dirkschneider, ehemals Sänger von Accept, eine nicht ganz so unbedeutende deutsche Metal-Band aus dem Rheinland, aus Wuppertal. Bergischen würden Sie sagen. Aus dem Bergischen Land, Entschuldigung. zusammen mit einem symphonischen Blasorchester. Ja, so, wer hat nochmal die Arrangements geschrieben? Unter anderem ich. Heavy Metal trifft Heavy Metal. So, ne, das fand der Udo damals auch sehr gut. Da gab es dann eine Live-Produktion, also ein Live-Konzert, welches mitgeschnitten wurde. Mhm. Und jeder Bläser in diesem symphonischen Blasorchester hatte ein Clip-Mikrofon. Ja. Also knapp 50 Leute hatten jeder ein Clip-Mikrofon. Ja. Und ich kann dir sagen, die Wellenform sah überall ganz, ganz, ganz schlimm aus. Gab es da schon Isotope RX? Gab es da wahrscheinlich schon, aber ich hatte es noch nicht. Und du kanntest es noch nicht. Ich kannte es zumindest noch nicht. Aber das Krasse ist ja, du musst dir jetzt mal vorstellen, wir müssen ja nicht über 50, sagen wir mal 10. Du hast jetzt 10 Signale, 10 Gesangsspuren, 10 Bläser, whatever. Ja. Ne? Und wenn du die alle zusammen gleichzeitig abspielst, dann würden die jetzt auf dem Masterbus schon wahllos übersteuern. Huli-Gulli, genau. So, jetzt ziehst du jedes Signal, ziehst du jetzt 6 dB am Fader runter, dann wird es immer noch massiv abspielen, aber es ist insgesamt halt viel leiser. Ja. So, heißt, du musst da jetzt einen Kompressor oder einen Limiter oder was auch immer drauf packen. Oder du würdest bei allen, bleiben wir bei 10 als Beispiel, haust du die da durch und gewinnst bei jedem 6 dB. Ja. So, das heißt, du kannst die Signale theoretisch gesehen wieder 6 dB lauter machen. Ganz entspannt vor allem. Ne? Also du kannst jedes Signal, könntest du 6 dB lauter machen, hättest aber am Output, ob das jetzt der Limiter oder was auch immer, in dem Kanal, wo es wieder zusammenkommt, hättest du den gleichen Pegel wie vorher, also als Peak-Pegel, aber hättest 10 Gesangsspuren jeweils 6 dB lauter. Ja. Also ich hoffe, das war jetzt bildlich genug dargestellt. Das ist... Also extremer geht's gar nicht. Ja, es ist vor allem, wenn man sich mal vorstellt, wie diese Wellenform aussieht. Also ein Zuschauer hatte drunter geschrieben, er nennt die nur die Dali-Wellenform, weil die so verlaufen aussieht. Fand ich ein sehr schönes Bild. Andere Leute schrieben tatsächlich, das wäre nur DC-Offset, also Gleichspannungsversatz. Nee. Gleichspannungsversatz ist es aber nicht. Gleichspannungsversatz ist im Prinzip, wenn die ganze Wellenform im Verhältnis zur Mittelachse einfach um einen bestimmten, die gesamte Wellenform um einen bestimmten
Prozentsatz oder auch um ein halbes dB irgendwie verschoben ist nach unten oder nach oben. Die bleibt aber an sich synchron, ist nur einfach insgesamt verschoben. Sollte man auch, ist jetzt kein, da stirbt keiner von, wenn du es jetzt nicht korrigierst oder sonst was irgendwie, aber wird mit angeboten, kann man auch korrigieren. Es ist aber kein Gleichspannungsversatz und es hat nichts mit einem kaputten Mikrofon zu tun und es hat auch nichts, einer schrieb drunter, dass er einen Low-Cut benutzen will, dann wäre das auch weg. Habe ich jetzt nicht überprüft, aber kann ich mir nicht vorstellen, warum das so sein soll. Es sei denn, dass durch den Low-Cut eine Phasenverschiebung stattfindet und das Signal insgesamt in der Phase verändert wird. Das kann, müsste man mal überprüfen. Ja, aber man muss ja bei allen Tools, die man oder DC Offset oder was weiß ich, diese adaptive Phasenkorrektur macht ja nicht grundsätzlich. DC Offset würde ja die gesamte Wellenform einfach nehmen nur ein bisschen und nach verschieben. Oben, nach unten, genau, je nachdem, also halt mehr auf die Nullachse bringen. Und wir haben aber jetzt adaptiv, das heißt, es kann sein, jedes einzelne Sample wird angeguckt. Das halt, keine Ahnung, an der Stelle ist es deutlich mehr im positiven Bereich und wird runtergebracht und eine Sekunde später ist es umgekehrt. Ne? Ja. Das heißt, du hast nicht, sagen wir mal, einfach diesen Block Wellenform, der versetzt wird, sondern es wird wirklich Sample für Sample durchgeschaut. Und nochmal, weil wir das jetzt, ich weiß nicht, ob du es in deinem Video so explizit gesagt hast, es gibt keine Klangveränderung dadurch. Nee, das habe ich explizit nochmal erwähnt und tatsächlich das, was du jetzt hörst, ist da auch durchgelaufen. Das heißt, unsere Stimmen laufen, wenn ich sie in der AX bearbeite, einmal durch die Phase, einmal durch Mouth-Declick und meistens auch durch Vocal Isolate, weil wir jeweils übersprechen vom anderen im Mikrofon haben, dass das ein bisschen runtergeregelt ist. Sind die drei Sachen, die ich in der AX mache, bevor ich das Ganze eigentlich erst in den Mix reingebe. Du hast ja gesagt, das gibt es auch gerade günstig. Ist das immer noch so? Weißt du das? Ja, es ist tatsächlich 39 Euro für das Elements-Paket. Und soweit ich weiß, korrigiert mich bitte, wenn es falsch sein sollte, weil dann hätte ich Blödsinn erzählt. Und das hasse ich wie die Pest. Ich meine, dass der RX-Audio-Editor auch in der Elements-Version schon dabei ist. Also diese Face-Geschichte. Genau, weil im RX-Audio-Editor gibt es nämlich auf der rechten Seite diese ganzen Plugins, die man natürlich kriegt. Und da sind in der Elements die sind Tools natürlich halt, die Click, die Crackle, die Hum und die Noise sind da drin. Und darunter sind dann alle anderen ausgegraut, die du dann in den Pro- und Advanced-Versionen bekommst und so weiter. Und ganz unten in diesem Audio-Editor sind aber dann eben die Tools wie Normalize, wo du auch externe Plugins einbinden kannst und eben auch Phase. Gain und so weiter und so fort, ist da alles drin. Das ist auch eine sehr coole Variante. Ich glaube, dazu machen wir mal ein Video. Ja. Eine sehr coole Variante, wie man auch manuell, natürlich ist es wieder Zeit gegen geiles Ergebnis, eine Spur im Frequenzspektrum bearbeiten kann, in RX. Ne? Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie mit Phase oder mit Mouth-Declick oder sowas, sondern einfach nur in Zusammenarbeit Ohren, Augen und einfach nur dem Gain-Tool von RX. Okay, jetzt bin ich aber selber neugierig geworden. Ist ja verrückt. Ja, Beispiel. Ein Beispiel mache ich. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Ne? Als Cliffhanger quasi. Kommt zwei. Fürs Video. Zwei. Ja gut, alles klar. Zum einen, die Essen. Ja. Super geil damit, weil du kannst einfach genau die Frequenz zu einer bestimmten Zeit auswählen. Ja. Spektral, du siehst sie ja. Ja, du siehst sie. Und umso lauter eine Frequenz, umso heller wird sie dargestellt. Intensiver ist die Farbe, genau. Also gelber in dem Fall. Ja, zeige ich dir gleich mal. Aber pass auf, das geht noch geiler. Ne? Und dazu, es ist jetzt vielleicht für eine Produktionsumgebung, wo du jedes einzelne Signal wirklich beeinflussen kannst und hast. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo du mal einen Zugriff nicht hast auf irgendwas. Oder wenn du einen Beat hast, zum Beispiel als Rapper, du kannst nicht, nicht auf die Stems zugreifen. Oder, weiß ich nicht, die Vocalaufnahme ist irgendwie nicht gut geworden. Oder du hast ein Live-Recording oder so. Und du hast zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, ein Dröhnen oder ein Rauschen oder du kannst einfach hergehen und da gibt es so ein Lasso-Tool. Ja. Damit kannst du wirklich richtig malen oder hast halt deine Rechteck-Tools da und kannst einfach diese Frequenz an der Stelle, den Ton oder ne, der Ton im Bass ist viel zu laut an der Stelle, dann gehe ich her, mal, ich sehe ja, wo der liegt. Der liegt da bei 85 Hertz und dann kann ich schön mit dem Lasso-Tool genau zack, 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 zack. Und dann sage ich Gain minus 2 dB und dann ist der Ton 2 dB leiser, ohne irgendwas anderes an der Stelle beeinflusst. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber vor einem Jahr, als der Ukraine-Krieg anfing, da war ja der, da kamen alle, wozu sind Kriege da und so weiter. Und mein Sohn hat das auch in seiner Grundschule gesungen. Und im letzten Moment, da wo der spannendste Moment vom Song war, fiel wie immer eine Glasflasche um. Und ich hatte die Aufnahme und habe mich zu Tode geärgert, weil dieser schöne Moment, Glasflasche. Und dann bin ich auch zu Hause
Schatz, ich bin mal kurz eine halbe Stunde weg. Schön rein in RX, Lasso, und hat die komplette Glasflasche rausgemalt. Das war total nervig irgendwie. Aber danach war sie nahezu weg. Kleiner Tipp meinerseits, Handy-Einstreuung. Das kann man machen, wenn man sich 14 Tage Zeit nimmt. Ich habe aber noch kein Tool gefunden, was das tatsächlich kann. Angeblich soll dechirp das können dechirp oder so ähnlich. Ein Tool soll es geben. Ich habe es aber, weil man es kaufen muss, es gibt keine Testversion, habe ich es noch nicht ausprobiert. Okay. Das soll das können, weil das ist tatsächlich auch nochmal sehr nervig, so Einstreuung von Handys, dass da noch keiner ein Tool von gemacht hat, finde ich tatsächlich sehr interessant. Hat ja anscheinend dann jemand. Ich probiere es mal aus, vielleicht geht das mit dem Clean-Tool sogar von Superton, von dem ich gerade gesprochen habe, weil damit kann man Geräusche rausrechnen aus Aufnahmen. Nicht wahrscheinlich daran, wie komplex das Material ist. Es ist tatsächlich, ich habe mir das ja dann in RX mal angeguckt, so eine Handy-Einstellung, und man hört eigentlich nur dick, aber du siehst im Frequenzspektrum, dass da pro dick, dass da wirklich 37 verschiedene Frequenzen angesprochen werden. Und wenn du da anfängst, jede einzelne rauszumalen, hast du automatisch irgendwann Streuverluste, wo du dann sagst, okay, alles klar, jetzt ist das Signal wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Aber da müsste ja eigentlich mit Machine Learning mittlerweile auch Tools oder geben, mit, die das können. Oder mit Interpolate, also dass du halt quasi... wie auch immer. Ne? Also das nur, aber wie gesagt, nur mit dem Einsatz von viel Zeit. Zeit. Und Zeit ist ja meistens Geld. Zeit ist Geld, und bei aller AI, KI, was auch immer, die im besten Fall der oder das Intelligenteste an jedem Homestudio ist hoffentlich der, der davor sitzt. Und tatsächlich. Maschinengelernte. Ja, auch da gab es ja tatsächlich im Rahmen des Adventskalenders jetzt ein Video, was mir persönlich auch furchtbar viel Spaß gemacht hat, weil ich mir vor Jahren eigentlich zu einem völlig anderen Zweck irgendwie einen 4-Spur-Tascam-Rekorder gekauft habe. Und der stand jetzt die ganze Zeit, und ich habe gedacht, damit will ich mal aufnehmen. Ne? Was man halt so hat. Ja, also... ich kann dir später mal erklären, euch, das würde jetzt zu weit führen, warum ich das Ding gekauft habe, aber geschenkt. Auf jeden Fall habe ich den da jetzt stehen gehabt, und wir haben früher die Punkband damit aufgenommen, weil Anfang der 90er gab es keine Computer, mit denen man aufnehmen konnte. Wir auch damals. So, und also haben wir mit dem Tascam aufgenommen, deswegen war so eine alte Reminiszenz auch dabei, und ich wollte immer ein Video dazu machen, wie ich damit mal aufnehme, und habe das jetzt dann auch gemacht und habe mich einfach davor gesetzt und musste auch mit dynamischen Mikrofonen aufnehmen, weil keine Phantomspeisung, und ich wollte ja keine externen Preamps nehmen. Also habe ich von Revox 2M 3500 genommen, so die sehen aus wie so kleine Membran. Die habe ich dir jetzt wieder schmackhaft gemacht, ne? Ja, nachdem du sie mir ausgeliehen hast, die oder? Die habe ich schon lange nicht mehr eingesetzt, aber genau, weil ich sie dir ausgeliehen habe, hast du beschwert. Ich war so begeistert. Und vor der Akustikgitarre wunderbar, ganz seidiges Bild irgendwie. Einen vor den Zwölfmund, einen vor den Bauch, irgendwie, der kam auch nicht zu viel Bass rein oder sonst was. Irgendwie am Bauch habe ich meistens das Gefühl, dass die kleinen Membraner, dass die immer zu viel aufschnappen vom Schallloch noch. Und dann eingesungen über das MD441, also auch ein Sennheiser-Klassiker. Und dann rein, direkt in das Ding, noch eine zusätzliche Spur overdubbed irgendwie für die Gitarre, also Gitarre und Gesang zusammen aufgenommen, dann noch eine Gitarre overdub in die Mitte geschoben, dann ein bisschen gemischt, einen kleinen Hall darunter gelegt und Ende. Wirklich total Ende, und ich sitze davor und denke so, ach guck mal, der ganze Schnickschnack, und der Equalizer ist auch nur ein parametrisches Band irgendwie und Höhen und Bässe, und das war's, Ende. Und du sitzt davor und denkst so, ach guck mal, also zumindest hier im Singer-Songwriter-Bereich müsste ich noch nicht mal die Bude anschmeißen und meine super duper Tricks und so weiter. Es hat seinen eigenen Vibe, so viel ist man total sicher irgendwie, und ich fand, dass es dafür, dass es wirklich eine Technik war von vor 30 Jahren und diese schmale Tape-Spuren ja auch jetzt nicht so ultimativ dafür gebaut sind irgendwie, gerade diese billigen Kassetten, die man heutzutage überhaupt noch kriegt. Ich hatte noch eine eingeschweißte. Ich habe tatsächlich vor der Kamera noch aufgenommen, wie ich es aufgemacht habe, und habe dann vergessen, das noch reinzuschneiden. Aber Wahnsinn. Ja, aber das erinnert mich. Aber eine eingeschweißte Kassette habe ich jetzt nicht mehr. Das war meine letzte. Ist schon ein paar Folgen her, aber ich weiß noch. Ich meine das gleich Gehäse, ja auch mal einer drunter geschrieben, ich will mal sehen, wie ihr malen hier nur mit Bandmaschine und hin und her, ne? Ja, bitteschön. Genau, Beweisstück A. Nein, ich meine das gar nicht Gehäse, aber das Schöne ist ja, wir müssen es ja nicht. Niemand muss auf irgendwas verzichten. Ja. Ne? Und da, also das ist ja, finde ich, genau der Punkt bei allen, das ist natürlich cool und ein bisschen die Renaissance deiner Punkband-Jugend und so. Aber wenn du jetzt den Auftrag hättest, nimm mal bitte was auf oder wirklich, dann setzt du dich natürlich einfach in deine Arbeitsumgebung, wo du die Möglichkeit hättest. Ob du es dann
immer machst oder ja. nicht am Ende des Tages ist, boah, da habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ja, ist schon lange nicht mehr. Am Ende des Tages zählt ja nur das Ergebnis und du würdest dich natürlich, weil du dich wohler fühlst, vor deinen Rechner setzen, wo du alle Möglichkeiten hast. Außer Frage. Und das ist ja auch das Schöne, ja. ne? wenn immer Leute sagen, man braucht doch das ganze analoge Zeug nicht. Ja, stimmt. Nee, brauch man brauchst nicht. Du auch nicht. Ist aber schön. Du brauchst aber auch keine Siebträgermaschine. Du kannst ja auch Instant-Kaffee kaufen und da heißes Wasser drauf geben. Ja, du brauchst auch keine CNC-Drehbank, kannst du auch von Hand drehen. Ja, brauchst auch kein Auto, kannst auch laufen. Ja, ja geht alles. 60 Kilometer, ja, ja, machen andere auch. Bitteschön. Mach doch, ne? Ja. Aber lass doch den Leuten, die ihren nerdigen Spaß haben an irgendwelchen ja. Sachen, sei es jetzt an einem analogen Equalizer, sei es an einer Siebträgermaschine oder an einem Gasgrill für 5000 Euro, lass sie doch machen, wenn sie da Bock und Spaß dran haben. Ich kann das aber noch konkretisieren, weil du, das brachte mich eigentlich auf die Geschichte. Ja. Du hast gerade gesagt, was vor dem Mikrofon stattfindet oder wer es bedient. Ne? Ja, wer davor sitzt. Und, ja, das ist und das war halt bei dieser Aufnahme auch so. Ne? Die Aufnahmen von unserer Punkband waren nicht nur scheiße, weil wir scheiß Equipment hatten, sondern die waren einfach scheiße, weil wir scheiße gespielt haben und scheiße aufgenommen haben und der Raum scheiße war und weil alles scheiße war. Ja. Und deswegen klingt die Aufnahme halt wie eine, die wäre auch mit einem modernen DAW-System unter den Bedingungen nicht besser wahrscheinlich geworden. Wahrscheinlich eher noch schlechter. Wahrscheinlich. Weil auf dem Dings hat sich es wahrscheinlich noch so ein bisschen versendet. So. Ne? Und im umgekehrten Fall sitze ich jetzt in Ruhe davor, in einem behandelten Raum, tolles Instrument, schöne Mikrofone, in Ruhe, ich kann den Song, ich kenne mein Timing, ich habe die Gitarre gestimmt und ich kann auch halbwegs singen. Und schon ist das Ergebnis ein komplett anderes. Und deswegen ist halt die Ausrede das Gear nicht, sondern das, was vor dem Gear sitzt. Und damit können wir diesen schönen Podcast ja schon fast zum Ende führen. Ohne Manutech klingt es natürlich nicht. Das stimmt. Also ohne Manutech. Ich bringe die Aufnahme das nächste Mal, wenn wir mit irgendeinem Teil mitspielen, bringe ich sie mit. Und dann hören wir mal, was das Teil daraus macht, Herr Mastering. No, jeder 60-minütige Podcast wird auch in Echtzeit durch den Manutech. Ja, sicher. Stell dir das mal wirtschaftlich vor. Nee, ich brauche eh schon lange genug, um das Ding fertig zu machen. Ja, ja, aber ihr Lieben, können wir es ja quasi zum Ende bringen. Radio-Empfangsgeräten, Rundfunk-Empfangsgeräten, so heißt es. Ne? Die vorletzte Folge vor der, ich nenne das jetzt mal Weihnachtsfolgen-Pause. Ja, aber in 2 Wochen ist Weihnachten. Ne? In 2 Wochen ist Weihnachten und ich hoffe, dass ihr noch guckt, weil es ist Sonntag oder hört. Genau. Ne? Und wie Jonas das ja immer so gerne gesagt hat, dass er seiner Frau Sachen zu Weihnachten schenkt, die er selber gebrauchen kann. Auch gut gebrauchen dann kann. Schenkt doch euren Kindern und euren Frauen und Männern und Partnern doch einfach eine Premium-Mitgliedschaft zu Weihnachten. Schön hätte ich es gar nicht sagen können. Oder ein Stem-Mastering für euren nächsten Welthit. Warum nicht? Werbung in eigener Sache. Check! Wichtig ist, dass ihr am 24.12. auch wieder einschaltet für die letzte Folge des Jahres, wenn unser lieber Jonas Wagner, die Enzyklopädie der Tonstudiotechnik, Folgendes sagt. Wir müssen ja eh den ganzen Tag denken, dann lass uns doch lieber positiv denken. Oh, sehr schönes Schlusswort. Ja. In diesem Sinne. Verabschieden wir uns. Macht's gut. Yassas. Ciao. Ich könnte nur so ein Kaffee trinken. Müssen wir auch.